Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich danke euch fürs Einschalten und heute gibt es wieder einmal ein neues Video zu der Reihe Alte und Neue Schätzchen und heute gibt es eine ganz besondere Palette, wo ich mich nicht daran erinnern kann, ob ich die jemals überhaupt benutzt habe. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Es ist eine Palette aus dem Drogeriebereich und deswegen mache ich auch den kompletten Look mit Drogerieprodukten. Was euch wahrscheinlich sehr freuen würde, einige von euch. Und außer eine Sache, die möchte ich heute noch mal oder die möchte ich heute das erste Mal ausprobieren und ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich vor kurzem es bekommen habe. Und bevor es losgeht, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und schön fleißig das Video kommentiert. Darüber würde ich mich sehr freuen, auch einfach um mit euch über eure Erfahrungen auszutauschen oder unsere Erfahrungen eigentlich. Ja, wir sitzen hier, ein neues Hintergrund. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ob mir das so gefällt, ich werde das dann sehen beim Schnitt. Mal gucken, so. Es ist okay, aber ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Das alte Hintergrund oder eher diesen Hintergrund. Ich weiß es noch nicht. Das Beste ist, mein Bildschirm steht jetzt so, kommt zu mir, dass ich es besser sehen kann. Und ich hoffe, ich werde nicht mehr so abgelenkt. Und das Mikro steht auch näher dran, so dass ihr mich besser hören könnt und auch dieses Nebengeräusch auch etwas reduziert wird. Gut, wir legen los. Die Palette, die ich euch heute zeigen möchte, ist wirklich eine uralte Palette und ich glaube, dass es die nicht mehr gibt. Ich gehe stark davon aus, die ist bestimmt schon ein paar Jahrhundert alt, wirklich. Und das ist auch eine kleine Palette und ist von Catrice. Das ist dieses kleine süße Schätzchen. Warum ich die gekauft habe, ist wegen dieser Farbe. Die ist so, so schön. Ich habe sie gesehen, ich habe mich direkt da rein verliebt. Und sie ist einfach nur, diese Farbe ist einfach schön. Und ja, ich bin gespannt, ob ich damit einen Look zaubern werde. Und der Frühling kommt, die Sonne scheint und ich freue mich riesig darüber. Deswegen passt die Palette super rein jetzt. Die Palette ist halt, wie gesagt, von Catrice und heißt 070 Mood Spencer und Corolla Hill. Ich weiß nicht, ob es die in diesem Sortiment noch gibt. Ich denke nicht, das ist wirklich schon uralt. Und ja, wir werden uns heute damit schminken. Außerdem benutze ich einen älteren Bronzer von Alverde. Ich mag diesen braunen Ton da drinne. Ich benutze eigentlich nur den braunen Ton da drinne. Es könnte sein, dass es den wirklich noch gibt, weil Alverde wechselt jetzt nicht so oft in deren Sortiment, glaube ich. Das heißt 10 Light Bronze, Duo Bronzer und einen von Catrice, einen Highlighter Powder in der Farbe Light Infusion Nummer 10. Kann sein, dass es den auch noch gibt. Das weiß ich alles leider nicht. Dann legen wir los. Die Rest der Produkte kennt ihr eigentlich schon. Deswegen legen wir jetzt los. Ich habe keinen richtigen Drogerie-Primer oder Primer aus dem Drogeriebereich, außer den hier von Kiko Milano. Wonder Woman Power Peace Perfect Face Primer. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde ihn einfach heute benutzen. So, ich lasse jetzt den Primer ein bisschen wirken, ein bisschen setzen und in der Zeit mache ich meinen Beauty Blender oder den von Real Techniques Schwarm, mein liebsten Schwarm, den mache ich gerade nass. Ich lasse übrigens meine Schwämme immer und meine Pinsel hier auf dem Küchentuch drauf, damit sie schön sauber bleiben und so weiter. Und den lasse ich auch immer ein bisschen ziehen, damit er sich entfalten kann und sich ein bisschen saugen kann. Und die Foundation, die ich heute benutzen werde, ist die True Skin von Catrice, die Hydrating Foundation mit Hyaluronsäure Longwear. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde aber allerdings die Perfect Match von L'Oreal ein Stück besser. Ich möchte noch die Perfect Age Foundation ausprobieren, auch von L'Oreal, weil die, glaube ich, noch ein bisschen reichhaltiger sein soll oder mehr pflegender sein soll. Aber erst, wenn ich ein paar Foundations hier mal aufgebraucht habe. Ich gebe mir das gerne aufs Handrücken
immer erstmal ein bisschen. Und meine Haut ist momentan ganz okay. Ja, von der Seite wirft jetzt ein Schatten. Ne? Von der Seite ist ein bisschen doof jetzt. Muss ich ja auch das Licht anschalten. Momentan ist meine Haut eigentlich ganz gut. So für meine Verhältnisse. Kennt ihr das? Und sobald ihr das ausspricht, dass die Haut dann auf einmal explodiert wieder. Kennt ihr das? Voll blöd immer. Was mir ein bisschen an der Foundation auffällt, dass sie doch, wie man sieht, oxidiert. Oder ich bin einfach blasser geworden, was wahrscheinlich eher der Fall ist. Aber eigentlich, ja, sie oxidiert, glaube ich, eher man sieht es, oder? Machen wir weiter mit der Base, der Augenbase. Da nutze ich auch das von Kiko. Natural Eye Base. Das hier, das habt ihr auch schon ein paar Mal in meinen Videos gesehen. Und trage mir das auf mein Augenlid, komplettes Augenlid. Die ist auch getönt ein bisschen. Trage das erstmal mit dem Finger auf und dann verblende ich sie auch mit dem Finger ein bisschen. Ich muss aber sagen, ich bin da jetzt nicht so begeistert von dem, oder? Ja, bei der Base muss ich noch überlegen, ob ich sie noch gut finde oder nicht, weil ich finde irgendwie, dass das mal so wirkt irgendwie. Und dann kommen wir schon zu den Augenbrauen. Da benutze ich das von Maybelline Brow Ultra Slim in der Farbe Deep Braun. Hier steht auch 1,5 mm Defining Pencil. Okay. Bürste mir meine Augenbrauen wieder durch, um das Produkt auch aus den Augenbrauen zu entfernen. Und ziehe mir die Augenbrauen nach oder ich fühle sie eher auf als nachziehen. Man sieht es ja auch, dass sie nicht gleich sind. Die sind eher dann aufgefüllt und definierter sozusagen. So, und damit es natürlicher ist, tue ich sie nochmal durchkämmen. Ich stehe zurzeit auch drauf, dass die Augenbrauen so hoch gekämmt sind. Ich überlege mir auch, ob ich dieses So Brows ausprobiere. Als Augenbrauengel benutze ich auch ebenfalls von Maybelline New York Brow Drama 12 Stunden Halt Sculpting Brow Mascara. In der Farbe Medium Brown. Da weiß ich auch noch nicht, was ich dazu sagen soll. Mal schauen. Bis jetzt habe ich nichts Negatives festgestellt. Und das ist so ein, eher so, ich weiß nicht, ob man das so von hier erkennen kann, so ein Bürstchen, das so ein bisschen hier oben voller ist. Und damit trage ich auch das Augenbrauengel auf. Also nicht mit der flachen Seite, sondern mit der dickeren Seite. Ich habe letztes Mal ein Video von Paintpot geguckt, das erste Mal überhaupt, und ich musste lachen, weil sie gesagt hat, sie hat ein Härchen, was immer zu lang ist, und das habe ich auch, das hier, das ist immer zu lang, ich muss das immer so hinlegen, dass es wieder verschwindet, und ich glaube, dass ich dieses Augenbrauenhärchen auch von meinem Vater geerbt, also ich glaube, der hat es auch. Dass das ein Augenbrauenhärchen irgendwie viel zu lang ist. Habt ihr das auch? Habt ihr das auch beobachtet? So, und jetzt kommen wir endlich zu der Palette. Und ich bin sehr gespannt. Ich finde die richtig schön. Mal gucken, was für ein Look wir heute daraus zaubern werden. Zuerst muss ich die Augenbase setten. Und das mache ich auch mit dem Fit Me Puder von Maybelline. Auch ganz schön viel Maybelline. Gucke, dass sich noch nichts abgesetzt hat. Und wenn sich was abgesetzt hat, dann durch das wieder nochmal verteilen und dann sette ich das. So, wunderbar. Ja, ich starte mit dieser Farbe als Übergangsfarbe. Die Übergangsfarbe ist dazu da, damit man sozusagen die natürliche Lidfaltefarbe imitiert, ohne dass man halt irgendwelche Unebenheiten sieht, damit man so einen schönen, sauberen Augenlid hat, sozusagen. Also ich gehe einfach davon aus, dass es dazu da ist. Ich weiß es nicht, ich muss noch meine ganzen Bücher davon lesen, die da früher standen. Oder um einfach auch eine neue Lidfalte zu kreieren, sozusagen.
wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich ein Schlupflicht hat, dann malt man die nochmal neu. Und ich setze auch gleich diese Farbe nochmal auf den unteren Wimpernkranz. Und verbinde hier sie auch ein bisschen. So. Ja, dann nehme ich etwas flacheren Pinsel, wenn man jetzt den Unterschied erkennen kann. Bestimmt, ne? Der ist hier fluffiger und der ist hier flacher. Und den nehme ich jetzt und gehe in diese schöne koralle Farbe rein. Und das auch nicht zu wenig. Und tue sie auf den beweglichen Augenlid drauf. Wow. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tue sie ein bisschen nach oben verteilen. Also oben in das nicht bewegliche Augenlid, mein Gott. Schön, oder? Richtig schön. So, das gleiche mache ich wieder. Wie zu erwarten. Auf den anderen Auge. Ich ziehe jetzt die Farbe nochmal nach oben, weil wenn ich die Augen schließe, verschwindet die Farbe wieder. Ne? Und das wollen wir nicht. Also ziehe ich sie weiter nach oben. Aber nicht so stark wie unten jetzt. Schön, oder? Gefällt mir richtig gut. Jetzt nehme ich so einen, ja, so einen spitz zulaufenden Pinsel, der so wie ein Bleistift aufgebaut ist, aber noch und ein bisschen festerer gebunden, aber dennoch noch beweglicher. Das ist jetzt der Pinsel, der einzige Pinsel, den ich besitze von Sigma. Der Pencil E30. Voll professionell. Und gehe in diese Farbe hier rein, aber ganz, ganz, ganz vorsichtig. Klopfe das auch ab und tue sie mir auf den Wimpernkranz oben, um ihn einfach mal zu verstärken. Ganz vorsichtig und verblende das natürlich richtig schön. Gut, nimm nochmal diesen Pinsel hier, der mit Farbe ist, tunke da ein bisschen rein, nur ein bisschen, und gib nochmal Farbe drauf. Blende das auch so damit. Dann nehme ich den Pencil Brush wieder, aber gehe in diese Farbe und ein bisschen mehr und setze mir die in den äußeren Augenwinkel rein. So ungefähr. Und dann nehme ich nochmal diesen Pinsel, tue wieder ein bisschen rein und verblende das Ganze schon wieder. Verblenden, 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 verblenden. Und mit dem Rest gehe ich nochmal unter den, auf den unteren Augenkranz, Wimpernkranz. Mit diesem Pinsel tue ich nochmal alles verblenden. Dann nehme ich diese Farbe hier. Die setze ich unter den Augenbrauenbogen. Gefällt mir. Oh, das Licht ist hier nicht so gut. Ich muss noch mal gucken, wie ich das hier einstelle. Und ich setze auch die Farbe hier in den inneren Augenwinkel und ein bisschen auf das Augenlid. Nur ein bisschen so in diese Ecke, mehr oder weniger. Ja, am Licht muss ich noch ein bisschen arbeiten. Es ist noch ein bisschen zu dunkel. Leider. Aber bis jetzt, der Look, oder? Sieht eigentlich ziemlich hübsch aus und fröhlich. So, dann haben wir alle Farben aus dieser Palette benutzt. Sie ist echt schön, wirklich schön. Machen wir weiter mit den Wimpern. Und wie immer biege ich zuerst meine Wimpern.
Und was ich jetzt gesehen habe, man biegt zuerst eine Wimper, also ich muss mir das noch umgewöhnen. Ich biege ja immer gleich die Wimpern gleichzeitig. Aber was besser ist, man biegt zuerst die eine Wimper und dann tuscht man die sofort. Und ich tusche die heute mit der neuen Mascara von Lancôme, die Idol Lash. Ich habe gehofft, ich kriege die Full-Size-Größe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Instagram und so wird diese Werbung angezeigt, wo man sich bewerben kann für ein Probepaket. Und ich habe jetzt mehrmals mitgemacht und zweimal war ich jetzt dabei. Und bei diesmal habe ich die Mascara als Pröbchen bekommen. Und ja, ich bin gespannt. Das Bürstchen sieht nämlich so aus. Ein bisschen gebogen. Ein bisschen gebogen. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mal schauen. Okay. Die geht ab. Okay. Die geht ab, auf jeden Fall. Gefällt mir. Vor allem, ich komme ganz gut an den Wimpernkranz ran, also an den Wimpernkranzrand. Okay, sie gefällt mir. Wow, okay, jetzt tusche ich mal oben mit der oberen Seite. Also zuerst habe ich mit der gebogenen Seite getuscht, jetzt tusche ich mit dieser oberen Seite. Okay. Cool. Das gefällt mir wirklich gut. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Ich lasse das mal trocken, bevor ich da rummache. Und tusche mir die andere Seite. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, damit ihr ein bisschen mehr erkennen könnt. Ich glaube, die andere Seite war besser, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Bei der Mascara muss ich noch schauen, natürlich, wie sie so ist. Vom ersten Mal kann ich die noch nicht beurteilen. Aber der erste Eindruck ist bis jetzt nicht schlecht. Sie macht die Wimpern zusammen, also sie verklebt schon die Wimpern. Wenn man, je mehr man tuscht, desto mehr verklebt man die sozusagen. Aber ich finde, sie verklebt die, ja, was heißt schön. Das sieht nicht aus wie Spinnenbeine oder so, sondern die macht so puppenhafte Wimpern, sag ich mal. Ja, muss man weiter ausprobieren und testen. So, und dann mache ich weiter mit dem Concealer. Wie immer benutze ich den Concealer von Maybelline, den Fit Me Concealer. Ich benutze den in der Farbe 15. Der ist auch schon fast alle. Ich finde auch zurzeit, ich brauche nicht viel Foundation oder Concealer. Das, was gut ist. Finde mit dem Concealer ist am besten und ich finde auch, das ist der eine der wenigen, der sich nicht in den Falten absetzt irgendwie. Finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt setze ich schon meine Foundation und meinen Concealer. Ich benutze den Pinsel von Essence. Ich weiß nicht, ob das noch gibt, aber das war jetzt die letzte LE von denen. Dunkel da auch nur so ein bisschen immer rein. Der hat mir beim letzten Mal, wo ich den getestet habe, gut gefallen. Und deswegen tue ich den heute auch wieder benutzen. Und bronzen. Wir machen heute andersrum. Mal wieder erst den Highlighter und dann den Bronzer. Dann nehme ich mal den hier von Real Techniques. Den hier. Oh ja, er ist da. So, und jetzt bronze ich mein Gesicht mit den Alverde Bronzer. Und ich gehe eigentlich nur in den Bronzer rein. Das hier brauche ich gar nicht. Also wenn ich den treffe, die andere Seite, dann treffe ich sie. Aber ich brauche den eigentlich gar nicht. Der ist auch schon ein bisschen alt. Ich muss da ein bisschen mehr reingehen. Sonst gibt er nicht so viel Farbe ab.
aber er gibt. Schön. Ich finde, der ist so, ich weiß nicht, natürlich, keine Ahnung. Ich mag den total gerne. Jetzt sieht das so gekünstelt aus, ne? Weil die Lippen voll blass aussehen. Man sieht so künstlich aus. Was Lippenfarbe so ausmacht, ehrlich, ey. So, und als Blush nehme ich den von L'Oreal, Life is a Peach. Den habt ihr jetzt auch schon mehrmals gesehen. Und ich mag ihn auch wirklich ganz gerne. Und ja, da tue ich auch immer nur so reintupfen und das reicht schon. In der Kamera kommt das nicht immer rüber, aber hier im Licht sieht man den sofort. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich finde, bis jetzt sieht es ganz, ganz gut aus und auch so glowy. Richtig schön und auch natürlich, bis auf die Lippen jetzt, und die machen wir jetzt. Guck, und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich noch keine zweite Schicht aufgetragen habe, weil eben meine Haut momentan mir gefällt. Also normalerweise bricht die ja hier überall aus, aber momentan ist das ganz gut und ich bin damit zufrieden. Bei mir ist es auch so, dass das, die Foundation oder das ganze Make-up sich während des Tages setzt und dann sieht das irgendwie noch besser aus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manchmal sieht es noch besser aus und man denkt sich so am Abend, oh, ich will mich gar nicht abschminken, weil es gerade jetzt gut aussieht. Und ja, ich bin mega zufrieden. Jetzt benutze ich die beiden. Der ist von L'Oreal und heißt... Der ist noch aktuell sogar. Color Rich Ultra Matte No Dubs und den Filter Gloss von Maybelline in der Farbe 003 Moon. So sieht die Lippen, so sieht der Lippenstift aus. Okay, er ist sehr kühl, würde ich sagen. Schon ein bisschen tot. Als ich den geswatcht habe, sah er nicht so aus. Aber wir geben jetzt noch diesen Gloss drüber und dann macht das so ein bisschen Farbe. Gibt wieder ein bisschen Leben in die Lippen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut, der Look. Ja, ich müsste noch meine Haare machen, aber das mache ich dann für mich ohne Kamera. Und ja, es geht ja eigentlich nur um den Look und um die Palette. Richtig, richtig schön. Ich frage mich, ob jemand diese Palette zu Hause besitzt. Ja, wenn jemand zu Hause diese Palette besitzt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann bin ich nicht die Einzige auf dieser Welt. Oder vielleicht mal diese Palette auch mal eine Zeit lang benutzt hat. Würde mich sehr interessieren. So, der Look ist fertig und wie gesagt, ich finde den Look sehr, sehr schön und er gefällt mir sehr, sehr gut. Besonders dieser Glow, den ich hier in der Kamera sehe, richtig, richtig schön. Meine Nase ist immer übertrieben gehighlightet, finde ich. Auf dem Bildschirm sieht es total krass aus, aber eigentlich ist es gar nicht so. Ich weiß nicht warum. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wer diese Palette zu Hause besitzt, wer diesen Highlighter zu Hause besitzt und wer diesen Bronzer zu Hause besitzt. Das würde mich sehr interessieren, ob jemand zu Hause sowas noch hat und ob sie überhaupt aktuell sind. Ich weiß es gar nicht, ob die noch aktuell sind. Ich habe damals diese Palette wirklich wegen dieser Farbe gekauft. Diese Farbe hat mich überhaupt nicht losgelassen. Ich bin da wahrscheinlich zigtausend Mal hin und her getigert, bis ich gesagt habe, okay, ich nehme sie mit, weil ich eigentlich nur diese Farbe schön finde. Ja, und der Rest war halt eben Bonusfarbe, aber hat ja auch nicht geschadet. Der Look ist insgesamt richtig schön geworden, frühlinghaft, vielleicht einen anderen Lippenstift, um das Ganze ein bisschen zu hervorbringen vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich finde, die Augen sprechen für sich selber und deswegen bin ich sehr zufrieden
Und ja, gut, ich würde sagen, wir sind fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und schreibt mir fleißig eure Kommentare rein. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!